deswegen rechnete man in Hütteldorf gegen den LASK auch mit einem Kantersieg. Noch interessanter als das Spiel auf dem Platz war aber, was sich hinter den grün-weißen Kulissen mit alten und neuen Funktionären getan hat. Dr. Skenderfani ist jetzt aus dem Vorstand von Rapid ausgeschieden und zwar mit massiven Vorwürfen. Was sagen Sie zu den Vorwürfen? Er meint, Sie haben keinen sportlichen Background, der andere, damit meint er wahrscheinlich Herrn Böhmert, hat keinen wirtschaftlichen. Gut, jetzt von meiner Warte aus sportlichen Background, also wenn ich mir die letzten Einkäufe des Dr. Skenderfani angeschaut habe, muss man entscheiden, also wer jetzt da den sportlichen Background hat. Darf ich so zusammenfassen, Sie haben die Nase voll? Ja, das kann man sagen. Stehen Sie zu den Äußerungen, die man gelesen hat? Sie sind der Meinung, dass diejenigen Funktionäre, die bei Rapid das Sagen haben, eigentlich ein bisschen ahnungsloser sind? Ich habe es nicht so formuliert, aber man kann es so sagen und das deckt sich mit meiner Meinung, ja. Warum haben Sie diese Meinung? Was sind die Ursachen, die zu dieser Meinungsbildung von Ihrer Seite geführt haben? Naja, ich habe diese Herren ja zur Genüge erlebt in der letzten Zeit und ich kenne sie und weiß, dass die Herren Schmidt und Böhmert sicher nicht kompetent sind, einen Club von der Größenordnung Rapids zu führen. Man wirft ihnen von deren Seite vor, in der Zeit, wo sie das Sagen gehabt haben, ist es auch nicht so gelaufen, wie man sich's vorgestellt hat. Altes arabisches Sprichwort, die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. Und damit halten sie es. So ist es, ja. Jan Age Fjordhoff darf auf der Tribüne Platz nehmen, für Trainer Stare kämpft er zu wenig und daher darf er sich in der Unter 21 austoben, drei Tore schoss er beim 10:1 Sieg. Über Kampf ins Spiel zu kommen, der Favoritenrolle von Rapid gerecht zu werden, das war die Devise von Trainer Stare für dieses Spiel und sie wird erfüllt. Möglichkeit Weber und 1:0 für Rapid in der 12. Minute. Dann ein Freistoß aus großer Distanz, Medlicki, kurze Abwehr, Rückpass von Patricevic und indirekter Freistoß entscheidet Schiedsrichter Niki Bauer zurecht. Eine gute Situation am Fünfereck und Rodax aber vergibt sie. Laufarbeit und Einsatz stimmen bei Rapid, wenn es auch noch einige Verständigungsschwierigkeiten im Aufbau gibt. Möglichkeit herausgearbeitet von Madreco für Rodax und er vergibt diese Riesenschance. Resch. Der LASK völlig in die Defensive gedrängt. Doppelpass mit Krieger wieder Resch und Meier klärt vor Rodax. Eckball für Rapid. Krieger kommt dann noch zum Ball und 2:0 für Rapid in der 41. Minute. Dann abermals Rodax und Kopfball von Medlicki. 3:0, das ist zugleich der Pausenstand. Ein sportliches seinerzeit Platzerl im Hanapi-Stadion. Rapids Exilregierung mit Fahne, Kranke und umgeben von Feurer und Kinast. Der LASK versucht über Konter zum Erfolg zu kommen, aber die meisten Angriffe versandten schon früh. Gegenstoß jetzt über Rodax, der viel Platz hat. Rodax, ein deutlicher Formanstieg für Kübauer. Und das ist das 4:1 in der 50. Minute. Jubel bei den Rapid-Anhängern. Dann Dubajic. Schlechte Abwehr von Konsol. Wick schießt. Kübauer Fehler. Ogris legt auf für Kegelwitz. Und 4:1, der Ehrentreffer des LASK. Kegelwitz und Ogris werden dann aber von Trainer Senekovic ausgetauscht. Rodax, der phasenweise wieder an seine alten Admira-Zeiten erinnert, hinten versucht Dantlinger sich festzukrallen. 5:1, aber die Finanzsituation Rapids überdeckt den sportlichen Erfolg. Herr Böhmert, in den morgigen Zeitungen, die Sportseiten sind voll damit, Rapid hat 38 Millionen Schilling Schulden. Was ist wahr daran? Schauen Sie, das ist eine Situation, die derzeit von uns so formuliert wird. Wir haben ja in unserem Präsidium einen Steuerberater, der jetzt die Buchhaltung so prüfen wird und wir werden dann zur gegebenen Zeit das veröffentlichen. Ich meine, dass unsere Anhänger das Recht haben, jetzt einmal die Wahrheit zu erfahren, wie schaut das wirklich aus.
und das werden wir tun und ich glaube, es ist notwendig. Aber wenn jetzt morgen in den Zeitungen steht, dass Rapid 38 Millionen Schilling Schulden hat, steckt da ein Körnchen Wahrheit dahinter? In allen steckt ein Körnchen Wahrheit. Ja, Ruhe wäre jetzt bei Rapid ganz wichtig, sonst würde man sich auch nicht mehr mit einem grünen Sakko auf die Straße trauen.